Hallo und herzlich willkommen. Es wird Zeit mal wieder für ein anderes Video außer einer Geschichte. Ich habe nämlich das Bild fertig von der Drachengeschichte. Und jetzt, Schnecke freut sich scheinbar auch. Hallo Schnecke. Kommt's genau richtig. Die ganze Zeit lag's auf dem Kratzbaum. Ja. Das ist das gute Stück. Es ist ein bisschen zu groß, um das Ganze in die Kamera zu kriegen. Aber wenn Schnecke nicht drauf rumläuft, kann ich das auch mal ein bisschen hier hin und her schieben. Dass man mal auch den oberen Teil sieht. Da oben fängt es an. Der Türklopfer, an dem der Drache hängt und Schnecke. Ein wunderschönes Bild und eine wunderschöne Katze. Jetzt gehen wir beiseite. Danke. Und hier unten hört es auf. Da. Ja, es ist 70 x 99 cm lang und wurde ja immer als Speedpainting gezeigt, während ich die Drachengeschichte erzähle. Es wird aber nicht das letzte Drachenbild sein, weil die Geschichte ist ja noch nicht fertig. Mal gucken, wann sie zu Ende ist. Es hat eckige Steine, es hat sich super legen lassen, ich hatte wenig Ausschuss, ich habe von allen noch Steine über und zwei Farben sogar noch zwei ganze Beutel, einmal von der 317. Und einmal von der 413. Von Schwarz hätte ich auch fast noch einen ganzen Beutel über gehabt, aber den musste ich dann doch noch aufmachen. Ich versuche das mal andersrum zu halten, dass man vielleicht so ein bisschen sieht, dass von allen noch Steine da. Sehr schön. Hat immer sehr viel Spaß gemacht, ein Bild von Diamond Art Club zu legen. Und das sind noch nicht die ganz neuen eckigen Steine. Ich weiß nicht mal, ob es die alten neuen Steine sind. Aber die Hartsteine von Diamond Art Club waren ja in der Vergangenheit meistens gut. Es gab eine kurze Krisenzeit, aber die ging schnell rum. Ja, das Bild kommt jetzt an Magnethalter und dann wird es an die Kinderzimmertür gehängt. Man weiß nicht warum. Darüber könnt ihr gerne spekulieren, aber es kommt an die Tür. Ich liebe es, über eckige Steine zu streichen. Ich weiß nicht warum, aber ich mag das Gefühl. Viel mehr kann ich euch zu dem Bild nicht sagen, außer dass es immer noch erhältlich ist. Ich weiß nicht, ob es im Moment in Stock ist bei Diamond Art Club, aber ich bin mir sicher, dass es wieder reinkommen wird. So. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und dabei sein. Und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Tschüss.